Moin und herzlich willkommen zur ersten Episode meiner Replay-Analysen. Denn heute lief es nicht wirklich gut im Ranked für mich. Ne? Ich schieb das mal ganz getrost auf Silvester, dass ich natürlich gestern auch irgendwo feiern war und auch ein bisschen was getrunken habe. Das hat man heute daran gemerkt, dass ich übelst unkonzentriert war und mein Aim einfach völlig für die Tonne war. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, weil das ist ja eher das Offensichtliche. Viel wichtiger ist, was sonst noch alles so schief gelaufen ist. Und das möchte ich euch heute mal ein bisschen näher bringen, damit der ein oder andere von euch vielleicht auch mal weiß, wonach er bei sich gucken kann. Kommen wir direkt also erstmal zur ersten interessanten Szene, denn bis hierhin war noch alles im Rahmen, es war nichts großartig Auffälliges dabei, allerdings habe ich dann eine Panikgranate geschmissen. Das heißt, meine Leben waren ein bisschen runter und auch meine Teammates hatten teilweise das Critical Health Zeichen über dem Kopf und ich natürlich völlig panikmäßig die Granate reingeschmissen, die völlig unnötig war. Wofür ich dann auch relativ schnell wieder gepunished wurde, denn kurz danach hätte ich damit Widowmaker, Lucio und eventuell auch Zarya erwischen können, die dann zum Beispiel nicht weggekommen wären. Das heißt, Lucio hätte nicht mehr heilen können und auch die Widowmaker, die dann sogar gecallt wird als Low, wäre eventuell sogar schon tot gewesen. Abgesehen von diversen Aim-Fails und heldenbezogenen Fähigkeiten, die falsch eingesetzt worden sind, kommen wir jetzt zur ersten Szene, wo mein Positioning auch ziemlich für den Eimer ist. Denn wir sind gezwungen, den Punkt zu umkämpfen, da die Gegner bereits im Bereich der 90% sind. Mein Team wird in Zaryas Graviton Surge gezogen, bis dahin ist auch noch alles relativ gut, damit stirbt ja keiner. Diva verliert allerdings ihren Mech kurz vorher, da kann ich allerdings auch nichts für, weil wenn ich sie nicht sehen kann, kann ich sie auch nicht heilen. Den Aim-Fail auf Genji, den ignorieren wir auch nochmal gekonnt und gucken uns mal weiter an, was passiert. So, jetzt packen wir mal kurz meine Paint-Skills aus, um das Ganze mal zu veranschaulichen. Also wenn der Teamfight hier quasi losgeht, dieses Point-Contesten, stehe ich zu dem Zeitpunkt hier, ich bin rot. Blau sind meine Teammates. So, das heißt, ich habe hier einmal noch einen Roadhog vor mir stehen. Irgendwo hier oben gimpt die Diva rum und da hinten ist Lucio und hier ist irgendwo Zarya. Die Diva stirbt am Anfang, die ist relativ schnell raus. Und dann geht mein komplettes Team von hier oben einmal nach hier vorne. Das heißt, die gehen da alle hin. So. Was mache ich? Was wäre jetzt richtig? Oder erstmal, was mache ich? Ich beschließe, dass es aus irgendeinem Grund schlau ist, einmal hier rumzugehen und mich quasi hier zu positionieren. Warum das Bullshit ist, erzähle ich euch dann gleich. Denn jetzt habe ich hier meine Frontline, hier vorne in dem Kreis, die ich aber eigentlich relativ schlecht heilen kann von hier. Hier kommt dann noch eine Winston-Bubble drüber, das heißt, ich kann von da sowieso überhaupt nichts machen. Spätestens das wäre eigentlich der Zeitpunkt gewesen, wo ich hätte hinten rumlaufen sollen. Aber von hier oben können Gegner kommen und mich töten, von hinten, von oben, wie auch immer. Von hier können Gegner kommen. Das heißt, ich stehe gerade quasi ich werde quasi eingekesselt. Gleichzeitig kann ich meine Frontline nur auf dieser unsichtbaren Linie heilen, denn sonst müsste ich nach vorne rücken und wäre noch leichter zu töten. Das heißt, es geht eigentlich nicht. Und wenn meine Frontline sich nicht in diesem Bereich hier vorne aufhält, kann ich sie nicht heilen. Das heißt, ich habe mich in eine total bescheuerte Situation gebracht, in der ich eigentlich total nutzlos bin. Werde dann auch noch von der gegnerischen Anna rausgenommen. Das ist dann quasi nochmal die Kirsche oben drauf, dass ich dann nochmal gedemütigt werde, indem ich in dem Anna-Battle verliere. Was ich aber hätte machen können, was meine Aufgabe wäre, ist, dass ich von Anfang an hinten rumlaufe und mich hier oben positioniere. Denn ich bin Anna, ich bin Sniper, ich stehe ganz weit hinten und kann von da aus heilen. Das ist der größte Vorteil, den Anna hat. Und ich will niemals mit meiner Frontline auf einer Höhe stehen. Und hier ist meine Frontline und hier bin ich. Das ist literally eine Höhe. Das ist totaler Quatsch. Von hier hätte ich dann sogar noch den ganzen Spot übergucken können. Jetzt haben wir hier 1000 Pfeile drauf und alles ist durchgekritzelt, aber ich hoffe, es ist verständlich, weil von hier hätte ich ja komplett den Überblick gehabt über einen kompletten Spot-Eimer. Das heißt, ich hätte wesentlich besser heilen können, ich wäre nicht von der Winston-Bubble geblockt worden und ich wäre vor allen Dingen nicht in so einer derart schlechten Position gewesen, wie ich es dann am Ende war. Ja, und der Rest der Runde läuft im Endeffekt ähnlich ab, denn ich stehe oft viel zu weit vorne und werde dafür natürlich gepunished. Allerdings muss ich meinem Team dafür ein bisschen Mitschuld zuschreiben, denn die standen ebenfalls viel zu aggressiv vorne und ich konnte sie von keiner defensiven Position aus heilen. Das heißt, ich musste mich entscheiden, entweder heile ich gar nicht
Oder ich stelle mich eben doch ein bisschen weiter mit nach vorne und versuche das Beste draus zu machen. Vielleicht hätte man auch sagen können, ich stelle mich weiter nach hinten und warte einfach, bis die Gegner mein Team zurückdrücken. Hätte Fahrradkette, lässt sich in dem Moment leider nicht ändern. Außerdem muss man dazu sagen, dass die Gegner extrem gut koordiniert waren und vor allen Dingen kann man vor einem Soldier mit Lucio Speed einfach nicht weglaufen. Da kannst du machen, was du willst. Wieder passiert nicht viel. Ich habe mich mit dem Team abgesprochen und durchklingen lassen, dass ich gerade als Ana nicht so wirklich gut spiele und eben darum gebeten, dass ich dann eine der Tankrollen übernehmen dürfte, weil das schließlich meine Mainrolle ist. Hat geklappt, wir haben durchgetauscht, alles kein Problem und die zweite Runde haben wir dann auch relativ easy gewonnen. Da gab es, ja, die Gegner haben einmal den Punkt eingenommen, aber sonst gab es da nicht großartig Probleme und wir befinden uns jetzt gerade in der dritten Runde, wo ich mal wieder zu gierig darauf war, mein Play durchzubringen. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, vorab muss man dazu sagen, dass die Gegner bisher keinen Roadhog hatten. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass sie ziemlich geschlossen vorgehen und dass sie vor allem eine Saria mit dabei haben. Das heißt, es ist völlig egal, wen ich mir rausziehe, der kriegt sowieso ein Schild drauf und damit hat sich das eigentlich wieder. Außerdem spiele ich als Roadhog, das heißt, neben ein paar HP mehr habe ich nicht wirklich viel an Tankiness zu bieten. Mobility habe ich auch nicht und eine Saria befindet sich ebenfalls nicht in meinem Team. Das heißt, ich komme eigentlich aus dieser Situation, in die ich mich reingebracht habe, nur sehr schwer wieder raus. Ja, genau das passiert auch. Wir sehen es hier nochmal. Ich werde sofort rausgepickt und mein Team bleibt im Endeffekt in Unterzahlsituation, auch wenn der gute Valutager eben noch zwei Picks mit seiner Ult rausholt. Außerdem beachte man dabei einmal meine Ult-Anzeige, die sich bei etwa 92% befindet. Auf Roadhog ist das nicht viel, zum Beispiel mit einmal Heilung bekommt man, glaube ich, 18% Ult. Das heißt, ich hätte sie in wenigen Sekunden gehabt und es ist eine wichtige Ult, denn gerade auf dieser Ilios-Karte mit dem Brunnen in der Mitte kann man sehr viel Schaden anrichten, indem man zum Beispiel Feinde in den Brunnen reinstößt. Wir verlieren die Runde also durch einen wichtigen Fight, bei dem ich dank schlechtem Positioning nicht mitspielen konnte. Auch die nächste Karte wird nicht viel besser, wir verlieren, glaube ich, sogar zu 0 und ich beende meinen Ranked-Tag im Endeffekt damit, weil ich einfach nicht on point spiele. Das heißt, ich bin selber nicht zufrieden mit meiner Leistung. Ich merke, ich bin unkonzentriert und ich sehe keinen Sinn darin, weiter zu spielen. Bevor ich das Video allerdings auch abschließe, möchte ich euch noch einmal zeigen, warum Kommunikation so wichtig ist und warum ihr als Backliner eure Tanks navigieren müsst. Denn die nächste Szene zeigt das relativ gut. Wir sehen hier also den ganz normalen Kampf um die Mitte und ich als Saria stehe natürlich irgendwo mit in der Frontline. Rückspiegel hat die Gute allerdings immer noch nicht und somit sehe ich nicht, was hinter mir geschieht oder wohin sich mein Team gerade bewegt. Es kommt aber auch kein Call, dass wir weiter in Richtung Punkt vordringen wollen und ich werde somit vom Team abgeschnitten. So, ich mache jetzt hier nochmal den Paint Paul und zeige euch nochmal von oben, was genau passiert ist. Ich bleibe weiterhin rot, meine Teammates sind wie immer blau. So, das heißt, wir fangen ungefähr hier an. Hier steige ich auch ein und ich merke gerade, ich muss mal ein bisschen die Größe verändern. Und irgendwo hier drin wird gekämpft. So, soweit so gut, völlig normal. Das heißt, die Gegner sind irgendwo hier. Ich bin rot, die Gegner sind jetzt auch rot, ist ja egal. Und mein Team, was sich irgendwo hier hinter mir befindet, das heißt, die halten sich auch weiterhin die ganze Zeit da auf, bis auf Winston, der gimmt hier vorne mit mir rum. Der geht aber auch irgendwann zur Mitte hin. Meanwhile entscheidet sich mein Team anscheinend auch, ey, wir gehen jetzt in Richtung Mitte. Warum auch immer, weil ich hatte hier noch genug Gegner stehen. Ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass die alle irgendwo in Richtung Mitte gegangen sind. Das heißt, ich gehe weiterhin davon aus, dass wir diese Position umkämpfen oder dass irgendwann der Call von hinten kommt. Ey, Sarir, zieh dich mal zurück, wir gehen jetzt Richtung Mitte. Der kam aber nicht. Das heißt, ich bleibe im Endeffekt hier in meinem schönen Kreis stehen und werde von den Gegnern überrannt. Und dann drehe ich mich zur Seite um, weil ich ja natürlich irgendwo einen Ausweg suche, weil ich merke, okay, da kommen drei, vier Leute auf mich zugelaufen. Wo ist mein Team, um mir zu helfen? Drehe mich um und sehe, dass sich mein Team schon längst hier befindet. Ich jetzt aber wieder auf meiner ursprünglichen Position bin und hier abgeschnitten werde von Gegnern, die einmal hier durchlaufen und einmal da durchlaufen. Ich sollte vielleicht noch eine andere Farbe für die Gegner nehmen. Aber für den Moment geht das so durch. Das heißt, ich bin völlig abgeschnitten, kam kein Call und ich habe keine Möglichkeit, da nochmal irgendwie wieder rauszukommen. Ich glaube allerdings auch nicht, dass es jetzt großartig was geändert hätte, denn mein Team fällt relativ schnell danach. Trotzdem ist es grundsätzlich ganz gut zum Aufzeigen, dass Kommunikation eben wichtig ist und es zeigt vor allen Dingen auch ganz gut auf, warum normalerweise die Supports
die Shotcall-Rolle in einem Team haben, weil die eben ganz weit hinten stehen und den meisten Überblick haben, den größten Überblick, und ihre Tanks im besten Falle navigieren. Ja, so viel dazu. Damit beende ich dann das heutige Video. Mir selber hat es gut geholfen und ich hatte auch sehr viel Spaß dabei, es zu analysieren, weil es eben die erste Analyse dieser Art war für mich. Ich hoffe, ihr konntet für euch selbst auch ein paar Informationen entnehmen und natürlich auch, dass es euch ebenso wie mir gefallen hat. Anregungen und Kritik jeglicher Art wie immer in die Kommentare und dann hört man sich im nächsten Video.